Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute steht eine neue Einheit an, und zwar Schwerpunkt Torabschluss. Und dazu habe ich mir den besten Stürmer dazu geholt, den ich kenne. Platz 2 Torschützenliste in der Oberliga. Felix, was hast du vor? Ja, einfach so ein paar Basics, was man als Stürmer braucht. Einmal Torabschluss, aber auch Verhalten um den 16er herum. Wird, glaube ich, ganz geil unter dir. Ja, sehr geil. Wir haben noch einen brutalen Torwart, auch aus der Oberliga, und noch einen U19-Bundesligaspieler, der bald Profi wird. Also, let's go! So, wir machen uns jetzt erstmal warm, bisschen hochhalten, Kreis vielleicht gleich noch und dann so ein paar Kraftübungen, ein paar Passübungen, und dann legt Felix richtig los mit mir. Ich bin gespannt. Also, wir kommen zur ersten Stürmerübung. Hier stehen wir vor dem weißen Hütchen und haben im Prinzip die Situation, dass wir mit dem Rücken zum Tor stehen, was als Stürmer relativ häufig vorkommt. Ihr müsst euch vorstellen, dass hier in diesem Dreieck der Gegenspieler steht. Sinn der Übung ist, dass von da ein Pass kommt. Vor dem Pass wird aber einmal Auftaktbewegung gemacht, dass man den Verteidiger mitzieht zum Hütchen. Dann kommt man rum, nimmt den Ball mit um die andere Stange rum und Torabschluss. Was in allen Übungen jetzt heute so ist, dass wir zwei rote Hütchen neben den Toren haben. Sollte man das Tor nicht treffen, sprintet man zu einem der Hütchen. Sollte man das Tor treffen, hat man sich den Sprint gespart. Was hat der für Ideen, der Junge, ey? Du hast das eben schon so angezeigt, du hattest einmal den Arm draußen. Das ist auch genau richtig. Ihr müsst euch immer vorstellen, dass ihr den Gegenspieler im Rücken habt. Ich glaube, je höher man spielt, desto enger sind die Gegenspieler am Mann. Wenn ihr den Gegenspieler hier habt, macht es, glaube ich, keinen Sinn, aus der Position nach da zu spielen, sondern du würdest dich immer aufdrehen, ja, dass er sich erschreckt und sagt, wow, wo geht er hin, komm mal mit. Du bist jetzt der Gegenspieler. Du denkst dir, was macht er, kommst mit, und in dem Moment komme ich raus und nehme den Ball mit. Und auch hier hast du immer die Möglichkeit, noch einen Pass durchzustecken oder abzukappen. Also du musst auch nicht immer durchgehen und schießen. Ja, oder? Durchgang. Danke dir. Mir gefallen. Danke, zweite Coach. Übung ist im Prinzip die gleiche Ausgangssituation. Ihr steht mit dem Rücken zum Tor, habt den Abwehrspieler im Rücken. Ich glaube, auch du als Stürmer kennst die Situation, dass man oft vorne angespielt wird und Bälle kommen, die unangenehm sind. Die kommen auf Knie, die kommen auf Brust, die kommen unten auf den Fuß, wo man nicht haben will. Wichtig ist, dass ihr die Bälle festmacht und den euren Körper zwischen den Ball und Gegenspieler stellt. Deswegen haben wir jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Semi-Cap. Semi-Cap steht jetzt hier, ihr habt hier selber den Ball, spielt dagegen, macht den Ball fest, und wichtig ist, dass ihr einmal kurz kontrolliert und euch zwischen Ball und Gegner stellt, dass ihr quasi ja wie eine Wand dazwischen steht. Einmal den Ball kontrollieren und dann selbst wieder mit so einer Auftaktbewegung nach rechts oder links raus. Ja. Richtig? Also konzentriert euch echt drauf, den Ball einmal festzumachen und wirklich das Gefühl zu haben, ich habe den Ball unter Kontrolle, da kommt gerade keiner dran. Einmal stabil stehen und dann das Ihr müsst nicht wieder zurück und das berühren. Es reicht eine Auftaktbewegung und einmal nach links, rechts. Ist geil. Sprints bleiben die gleichen. Dankeschön. Sprints bleiben die gleichen. Das ist klar. Let's go. Ich bin gespannt. Ja, komm mal rein. Yeah.
Jungs, macht das eigentlich Bock, das Sprinten hier, weil ihr das so häufig geil macht? Ja? Ja. Cool. Ja, eben musste ich ja nie sprinten, deswegen dachte ich mir, sprinte ich jetzt ein bisschen. Ja, ist auch absolut fair. Nee, aber man muss sagen, bei der Übung, wenn du gar nicht so das verinnerlicht hast, wie du dich reinstellst, konzentrierst du dich so sehr darauf, dass du dann beim Abschluss wieder keine Konzentration hast. Das ist wie im Spiel. Wenn der Kopf zu sehr bei einer anderen Sache ist, kommen auch die Schüsse und so nicht mehr gut. Deswegen wichtig, sowas einzustudieren, dass es automatisch klappt. Ja. Weiß nicht, ich bin jetzt Linksfuß. Ja, Leute, ihr seht, was alles möglich ist. Ich trainiere seit einem Monat meinen linken Fuß in jeder Einheit. Gerade 2 Tore in Folge mit links beim brutalen Oberliga-Torwart. Es ist alles möglich, ich sag's euch. Alles klar. Kommen wir zur nächsten Übung. Jetzt haben wir nicht mehr die Situation, dass der Verteidiger im Rücken steht, sondern ihr entscheidet euch quasi in die Schnittstelle reinzulaufen und wartet auf den Pass. Ihr steht zu zweit hier, einer hält den anderen fest, läuft dann so, dass der um die Hüfte gebunden wird und du quasi auf der Stelle einfach Gas gibst. Ja. Genau. Ich stehe hier vorne und wenn ich Hepp rufe, lasst ihr das los und okay, du startest durch, kriegst von mir einen Ball hier in die Schnittstelle reingeworfen. Ja. Und was du dann machst, ist dir überlassen. Also Eikontakt, Zweikontakt. Du musst dir halt immer vorstellen, der Sechser oder der Außenverteidiger wird halt nachkommen. Ne? Das heißt, du hast Druck im Rücken. So vielleicht schnell es geht, vielleicht auch noch ein Innenverteidiger, der Torwart kommt raus. Also es ist jetzt nicht, dass du, wie es hier so ist, keine Gegenspieler hast, sondern im Spiel wird mindestens einer auf jeden Fall nachkommen. Das heißt, Direktabnahme oder Eikontakt, Ball annehmen, verwerten. Ja. Gleiche Sache gut wieder, wer nicht trifft, sprintet und. Halt mich vom Land. Ja. Starten. Machen wir jeder so ein paar Durchgänge hier, dann wechseln wir die Seiten. Habe ich schon länger von Felix. Wenn der Torwart alles zumacht, ist in der Mitte immer auf Weisheit von ihm. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my buzz is so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Respekt. Ich hätte dich gerne bei der Übung gesehen, ob du alle reingemacht hättest. Und ich kann auf jeden Fall so viel sagen, hätte ich mitgemacht, hätten wir die Sprints auch gemacht. Ne? Also Lukas hat das eben so angedeutet. Er hat auch schon eine Einheit richtig geil mit durchgezogen, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich kenne das von mir genauso und ich finde das auch irgendwie einen geilen Ansporn, wenn du im Torschuss bist und weißt, wenn ich den nicht reinmache, gehe ich nicht einfach zurück und probiere es nochmal, sondern muss ich mich einmal kurz quälen. Das finde ich hat einen gewissen Anreiz. Ja Jungs, das waren die Übungen, ihr habt es auf jeden Fall geil umgesetzt. Danke dir. Danke dir. Ich hoffe, hat euch so ein bisschen Anreiz gegeben, wie es, ja, du bist ja aktiver Spieler, aktiver Stürmer, dass diese Situation, Szene? Ja. Ah, okay. Dass diese Situation mit dem Gegenspieler im Rücken und auch diese Sprints in den Strafraum mit Ballannahmen und Abschluss, dass das halt Szenarien sind, die so ein Stürmer halt normal umsetzen muss. Und habt ihr auf jeden Fall gut gemacht. War geil. Euch hat's auch geiles Training gemacht. Ja Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Übung fandet. Checkt mal die beiden Jungs und den Keeper bei Instagram, Link in der Beschreibung. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Einheit. Ciao.